Say goodbye to the good old days. They're never coming back. Watch your future fade. I came to play. Und mit dem Star von Japan, Shinji Kagawa, sage ich herzlich willkommen zurück zu einer weiteren WM-Prognose. Gruppe C, Japan mit einem Punkt, Kolumbien mit ganzen 6 Punkten. Kolumbien ist schon durch, glaube ich. Japan hat einen Punkt, die Elfenbeinküste hatte 3. Ja, Griechenland hat einen. Also, beste Karten hat die Elfenbeinküste nach Kolumbien, aber auch Japan hat noch Chancen, wenn mich nicht alles täuscht. Dazu müssen sie aber gegen die Kolumbianer gewinnen. Japan bisher eine der Enttäuschungen der WM. Noch gar nichts auf die Reihe gekriegt quasi. Auch ich habe denen bei der Gruppe einiges zugetraut. Aber hat nicht hingehauen. Und wollen wir mal gucken, was ich jetzt selber mit denen zaubern kann. Vielleicht krieg ich die ja hingezaubert. Wer weiß, wer weiß. Ja, heute ist der Montagmorgen. Gestern haben die Belgier den zweiten Sieg im zweiten Spiel geholt. Nicht wirklich überzeugend, aber Sieg ist Sieg. Und sind damit schon qualifiziert. Und ich steuere, glaube ich, hier zum ersten Mal die... Nee, nicht zum ersten Mal. Im ersten Spiel habe ich auch die Japaner mit Shinji Okazaki gesteuert. Kann ich mich noch dran erinnern, wer Okazaki alles weggerockt hat, so schnell wie der war. Aber auch Kolumbien hat hier schnelle Spieler wie James Rodriguez. Da müssen wir aufpassen hinten, dass hier nichts anbrennt. Yamaguchi, wir stellen mal auf sehr offensiv. So, jetzt habe ich natürlich dann während dem Umstellen die Chance verpasst, den Ball zu passen. Die Chance verpasst ist auch nicht schlecht, ne? Wenn's um... Komm doch raus, Torwart! Och Mann! Warum bleibt denn der Torwart da im Tor? Was will er denn da? Da kann er auch nichts mehr retten. Leck mich fett. Fängt ja wieder super an. Würde aber zu den Japanern passen. Hier, da bleibt er da im Tor. Wenn er rausgeht, die 2 Schritte noch, dann hat dem Jackson Martinez einen Ball abgenommen. Aber garantiere ich euch. Jetzt kann ich hier wieder alles richten, ne? Die Japaner wollen sich ja bestimmt ordentlich aus dem Turnier verabschieden. Die werden hier nicht kampflos aufgeben. Warum kriege ich hier keinen Abwehrspieler? Ey, was ist denn hier heute los? Alter, wollt ihr mich verarschen? Was ist hier nur los? Das läuft ja noch ja nichts hier. Alter Schwede. Flanken brauchst du eh nicht mit den Japanern, die haben keinen großen, den anflanken kannst. Probieren wir trotzdem mal, nur uns zu demonstrieren. David Ospina im Tor hat den Ball locker flockig sicher. Kolumbien hier bisher deutlich überlegen. Mit den klareren Aktionen und der verdienten Führung. Hasebe wieder Ball weg. Oh. Habe ich zu früh abgeschalten. Ich dachte, der Ball wäre weg. Aber da war noch was möglich. Dribbelt sich fest. Aber wir kommen wieder raus. Weil der gibt mir auf einmal den anderen Verteidiger. Und den hier, den hatte ich zuerst. Geht dann zurück auf die Außenverteidigerposition. Das ist manchmal ein scheiß System, was hier FIFA an den Tag legt. Torschuss. Wir müssen ja alles nehmen hier, jeden kleinen Strohhalm.
Och, ich brems doch ab. Was ist nur los? Mann! Du gewinnst hier nix, nix gewinnst du hier. Boden, Luft, überall sind die stärker. Okay, das war jetzt dämlich. Jetzt gib mir doch den. Aha. Nach 10, ey, ich hasse dieses FIFA-Abwehrsystem. Das ist so für den Arsch. Das macht Martin es gut und dann steht es verdient. 2:0. Ich könnte so im Strahl kotzen. Was spiele ich einen Scheiß zusammen? Hat zwar viel FIFA mit dran zu tun, aber was mache ich da? Ich meine, wenn der mir einen Verteidiger eher gibt, ist alles klar, aber ich lass mich doch hier nicht abschlachten, ey. Meine Fresse, was ist nur los? Herrschaftszeiten, ey. Läuft hier ja nichts zusammen. Der Ball kommt so und so nicht an. Was laufe ich da überhaupt hin? Mann, Mann, Mann. Oh, den Ball hatte der doch schon. Alter, da wollen die mich hier komplett verarschen, die Japaner. Gleich ist schlägt's 13, ne? Bam. Shinji Okazaki wieder. Meine Herren, ey. Kein Abseits, Okazaki ist einfach schneller. Reicht trotzdem nicht, um sich ordentlich zu präsentieren. Die machen ja mit mir hier hinten, was sie wollen. Gibt natürlich wieder Einwurf Kolumbien, das Foul vorher wurde gar nicht gesehen. Unfassbar. Oh, Foul! Ach, Schiri, der liegt am Boden und zieht mich mit runter. Und das gibt keinen Foul, das ist so geil. Ohne Scheiß. Du machst mich richtig sauer, FIFA. Damn, ich krieg jetzt alles weg, was mir hier vor die Füße kommt. Das gibt's ja gar nicht. Ja, der zieht mich sowas von weg. Ja, das sieht er, ne? Das sieht er. Das war wieder ein brutales Foul. Damn, weggegrätscht. Ach ja, klar! Natürlich! Ja, ja, brutales Foul. Ja, Sigi! Trefft zwar den Ball, nur den Ball, aber ist ja scheißegal, ey. Leck mich fett. FIFA will mich heute echt komplett flachsen. Ah, Wichser, hast du davon? Rodriguez, du kleiner Strich, ey. Ah, Mann, fast. Jetzt habe ich aber Morgenluft geschnuppert, Freunde. Von euch lasse ich mich doch nicht abschlachten. Oh, wie läuft der? Bitch, please, ey. Boah. Kagawa! Voll verzogen. Zum ersten Mal überhaupt gesehen, dass er im Spiel ist. Leck mich fett. Och, hört mal auf, den Ball immer kurz zu spielen. Was soll denn das? Macht mich nur noch wütender, Jungs. Och ja. Ja, Siggi! Freistoß für die, klar! Ich lag ja nur am Boden. Fuck you, Junge. Ey, wieder! Das gibt's nicht! Die reißen mich zu Boden und kriegen den Freistoß. Ey. Leck mich fett. FIFA macht mich heute Morgen richtig sauer. Hör auf, hier so rumzuschlängeln. Bist du besoffen oder was, du Scheißkerl? Meine Güte, ey. Ein Wunder, dass er das nicht schon wieder als Foul und Elfmeter gepfiffen hat. Führt den kurz aus, Gangster.
Hallo, geht denn mal ran? Ja, pfeif ab, du Idiot, ey. Schlechtester Mann auf dem Platz ist der Schiri. Dich gefolgt von mir am Controller. Kommst du mal da oben? Ey, der braucht 7 Jahre. Was ist das für ein Typ, ey? Oh, da unten war Platz. Ah, er kriegt den scheiß Ball nicht unter Kontrolle. Kagawa! Na, Schuss! Oh! Kaisuke Honda bei der Ecke. Honda! Bam! Sie haben keinen Kopfballstarken. Natürlich ist wieder nur ein Kolumbianer in Ballnähe. Japaner haben ja da nichts zu suchen. Ah, Mann! Jetzt hängt auch noch das Controllerkabel wieder mitten im Weg. Ich könnte kotzen. In der nächsten Unterbrechung müsste ich das mal ein bisschen zur Seite schieben. Mann, warum kommt mir das immer in die Quere? Jetzt stelle ich extra Dinge dahin. Leck mich fett. Ramos in der Partie, jetzt gewinnen wir noch. Komm. Kann nämlich gar nichts, der Typ. Spiel den Ball doch! Mann! Wenn du passen drückst und nee, passt nicht. Ja, das ist zum Kotzen. Lauf, Schlampe. Mann, 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 ey. Na dann, ich kann die Spieler beleidigen. Spielst du so schlecht, da könnte ich Bier gar nichts für. Halt's Maul. Wop. Tschüss, Junge. Ran an den scheiß Ball, ey. Ist es denn wahr? Kagawa. Okubo. Verliert den Ball wieder. Mann, oh Mann. Spiel den scheiß Ball doch. Ja, jetzt nicht. Du, Okubo sollte den spielen, ey. FIFA, ich hasse dich so. Du willst mich heute echt hart trollen, ne? Geh doch zum Ball. Mann, ich drück extra entgegengehen und der bleibt trotzdem stehen. Das ist so geil. Honda, Kaisuke Honda, Sud wieder. Okazaki, zieh doch ab. Ich drück doch wie ein beklopptes Schwein und der zieht nicht ab. Ey, wie viele Knöpfe muss man drücken, damit du schießt? Oh, was ist das für eine Ballbehandlung? Meine Güte. Man müsste meinen, ihr werdet C-Klasse-Spieler, ey. Das wäre noch ein Kompliment für euch, vermutlich. Guckt ihr mal an, der Ball, der verspringt 100 Meter. Bei einem Einwurf. Oh, Mann. Jetzt habe ich wieder nicht gesehen, wie weit der aufgeladen wird. Ist aber kein Problem. Machen wir auch so. Zwei, kriegen wir das Spiel noch gedreht. Von Kolumbien kam nämlich gar nichts mehr. Ich werde auch nichts können, das ist das Problem dabei. Und als der nächste der Kolumbien kann ich, die haben zweimal gewonnen. Ja, halt's Maul. Ha, heute halten einfach alle das Maul, das wäre super. Och, ich drück doch passen. Ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Muss jetzt FIFA wieder den Kolumbianern helfen, wenn die nichts können, ne? Das ist so geil. Och. Geht ihr mal ran an den Scheißball. Jawohl, Junge, jawohl. Zack, da unten ist er. Hopp. Oh. Tamagotchi, 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 Tamagotchi. Flanke. Nee, ist er zu dumm für. Oh. Stark. Oh Mann.
Hast du den Ball? Hast du? Junge, willst du mich verarschen? Oh! Sag mal, wie lange muss man auf Passen drücken, damit die Hongs passen? Sollte es dahin? Oh, und dann läuft der nicht! Der täuscht an und bleibt stehen. Das ist so zum Kotzen. Wäre der durchgelaufen, hätte den locker bekommen, ey. Mann, Mann, Mann. Da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Bäm! Scheiß Kolumbianer, Junge! Bäm! Die Japan sind die Kings, Junge! Bäm! Lass mir so halt auf mir sitzen, ey! 2-0 Rückstand, ey! Arschlecken! Sauber gespielt, sauber gespielt und BÄM! Oh, fast nur Handspiel. Guck mal, wie verunsichert die sind, die können ja nichts mehr. Oh. Ach, Typ! Willst du mir ja nicht flachsen. Dann macht er extra noch einen Schritt zur Seite, damit er ja nicht an den Ball kommt. Oh, der Schuss war super. BÄM! Reicht aber für den Torwart, der kann nämlich ja nix, Herr Ospina, ja nix, Junge, BÄM! Hätte meine Oma sogar festgehalten und er lässt ihn dann nur abklatschen und BÄM, Kaisuke Honda! BÄM, Alter, BÄM! 4 Tore in einer Halbzeit, wa? Ja, kickste, sagst du, geiles Spiel, wa? Wenn das so kommt, ich freue mir einen Ast ab, ey. Aber 4 Tore für Japan, sehr unwahrscheinlich. Man hat Controllerkabel. Ich schneid's ab, ey. Komm hinterher, Junge. Jetzt gibt ihm einfach einen anderen Verteidiger. Ist doch nicht wahr. Bäm. Bäm. Oh. Stark von Honda. Stark von Honda. Ah, nein. Ach, egal. Ende. 4-2. Spiel gedreht. Starke Japanos. Ah ne, 2-1 stand zur Halbzeit. Ja, ja. Bäm, bäm, bäm. Geht doch und ja, Kaisuke Honda, Spieler des Spiels. Und ich sage danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Und ja, entschuldigt manchmal meine Kraftausdrücke, aber ich finde, Emotionen gehören einfach zum Fußball dazu. Und wenn ihr es nicht abkönnt, dann müsst ihr halt nicht gucken, weil die sind bei mir vorprogrammiert. Ja, und wer es mag, der darf gerne weiter einschalten, das Video bewerten und fleißig Kommentare schreiben, zum Beispiel eure Tipps für die Partie, was denkt ihr, wer kommt in der Gruppe weiter und so weiter und so fort. Und wenn ihr keins meiner Videos verpassen wollt, mit Beleidigungen, dann lasst einfach ein Abo da. Und ja, ich danke euch nochmal fürs Zuschauen. Ich wünsche euch weiterhin eine schöne WM. Bis dahin.